Okay, ich rede hier mit Helmut Bär, getroffen auf den Grazer Linux-Tagen, einer der berühmten Linux-Persönlichkeiten frisch aus Weiz. Herr Bär, können Sie erzählen, was Sie machen oder was du machst? Wir sind ja da. Ja, ich bin Lehrer am Gymnasium in Weiz. Ja. Bin dort seit 1983 Kustos für Informatik. Das heißt, ich habe die ganze Computerentwicklung mehr oder minder mitgemacht von Anbeginn an. Vom beginnend mit CBM-Betriebssystemen, wo es noch lange keine IBM-Rechner gab. Die kamen erst Mitte der 80er Jahre. Also dort die ersten Rechner haben wir angeschafft haben. Wir haben einen Einzelplatzrechner, dann ging es daran, einmal sie zu vernetzen. Dann haben wir Novell-Netzwerke gehabt. Und ja, das war dann irgendwann einmal sehr unbefriedigend, die ganze Geschichte. Es gab also ein Novell-Netzwerk, dann gab es bereits einen Webserver. Es war sehr schwierig, die ganzen Benutzer zu warten. Auf dem einen System einmal alle Benutzer einspielen, auf dem anderen System wieder Benutzer einspielen. Dann irgendwo ein Passwort ändern, musste man doppelt Passwörter ändern und so weiter und so fort. Und dann war eben das Ziel, das Ganze irgendwie zusammenzuführen. Und dort bin ich dann eben quasi auf Linux-Server gestoßen. Beziehungsweise ich war so vermessen, einmal im Sommer 2003, weiß ich noch ganz genau, zu sagen, ich mache mir jetzt meinen eigenen Linux-Server. Du hast damals schon Erfahrung mit Linux gehabt, selber? Insofern Erfahrung, als wir seit 1997 einen eigenen Webserver in der Schule haben. Da gab es in der Steiermark ein Projekt eben vom Land her, dass jede Schule, die wollte, einen Linux-Server vom Land gesponsert bekam. Und das waren also die ersten Erfahrungen eben hier mit dem Webserver. Den haben wir gleich einmal umgekrempelt und so weiter und so fort. Also sehr viel da herumgearbeitet. Und dann eben, wie gesagt, war es so vermessen, 2003 im Sommer zu sagen, nach einem Novell-Server-Crash, muss ich dazu sagen, ja, das war alles kaputt. Jetzt ist sowieso alles neu zu machen. Jetzt mache ich gleich was Gescheites und setze mich hin und mache einen Linux-Server. Den ganzen Sommer herumgebastelt und im Herbst bin ich dann auf Slix gestoßen. Das ist ein Projekt einer Tiroler Gruppe. Ja. Und habe dann einfach zwei CDs aus dem Internet heruntergeladen, die installiert. Und somit hatte ich wirklich ab 2003 im Herbst einen eigenen File-Server basierend auf Linux. Den hast du dann in deiner Schule gleich eingesetzt? Den habe ich gleich eingesetzt, das war dann mein File-Server. Okay. Und dieser File-Server konnte allerdings nur eben Windows-Clients anbieten. Der war nur ausgelegt für Windows-Clients als Domain-Controller. Und das war dann für mich nicht befriedigend. Ja. Ich habe dann eben, ich wollte unbedingt meine Linux-Clients, die ich schon immer hatte, eben auch an diesen Server anbinden. Das heißt, du hast schon immer in der Schule Linux-Clients gehabt? Immer nicht, aber also schon vor dem Server. Ja, schon, also Anfang der 2000er Jahre irgendwo haben wir schon Linux-Clients gehabt, also immer schon im Dual-Boot. Und dann ging es also darum, die wirklich auf einen File-Server hinzubringen, egal von welchem Betriebssystem er sich einloggt, sollte er auf dieselben Daten zugreifen können. Und das hat dein Server dann können? Das hat er noch nicht gekonnt. Der Slix-Server, der konnte das nicht. Und aus diesem Slix-Server heraus haben wir den Server für Education entwickelt. Ja. Und das ist jetzt ein Windows-Domänen-Controller, der eben sowohl die Windows-Clients als auch die Linux-Clients wunderschön an das System anbindet. Die Schüler haben also Zugang auf ihren Datenbestand am File-Server. Okay.